Falls ihr es noch nicht wusstet, die Polonaise ist ein ca. 500 Jahre alter, hochherrschaftlicher Tanz im Dreivierteltakt. Ursprünglich von polnischen Würdenträgern getanzt, erlebt er nun noch in Neukölln seine Renaissance. Mein Name ist Herr Stenzel und ja, ich bin der Cha-Cha-König von Neukölln und habe die Polonaise durch Neukölln jetzt gerade rausgebracht. So, meine Damen und Herren, auch wenn der Rhythmus passt, jetzt ist keine Zeit für Disco Fox. Leg die Hände auf die Schultern deines Nachbarn und lauf gemeinsam durch die Sonne. Also die Idee gab es auch schon ein bisschen länger, einfach weil man hier ja letztlich jedes Wochenende eine riesen Völkerwanderung sieht. Also gerade hier in der Weserstraße ist es ja so, dass am Wochenende Tausende von Touristen und auch Einheimischen hier ihre Party feiern und von Kneipe zu Kneipe ziehen. Und da ist es halt ja, so eine Art Polonaise durch die Weserstraße. Doch eigentlich ist Herrn Stenzels musikalische Heimat eine andere. Der DJ veranstaltet den Club Cha-Cha, der alle zwei Monate in wechselnden Neuköllner Lokalen stattfindet. Tanzwütige können hier im Schnellkurs die Grundlagen des Cha-Cha-Cha erlernen und diese gleich während der anschließenden Party ausprobieren. Also die finde ich besonders toll, weil der Herr, der scheinbar normalerweise das Orchester leitet, jetzt barfuß dasteht, der Tänzerin nachschaut, wie ich finde, und ja, gleichzeitig die Tänzerin sehr viel Spaß ausstrahlt und er fast so ein bisschen wie der geifernde alte Mann dahinter steht. Herrn Stenzels Lied ist auf den ersten Blick ein neoklassischer Partysong im Retro-Look, der die Szeneviertel der Stadt besingt. Doch auch ein Cha-Cha-König kennt die urbanen Probleme der heutigen Zeit und will irgendwann seine Ruhe haben. Über den Türkenmarkt mit den vielen Angeboten. Also es ist schon mitunter ziemlich nervig, gerade wenn man hier wohnt, weil halt nachts um vier noch irgendwelche Leute grölend durch die Straßen ziehen und so. Vertreibt sicherlich auch einige, sie Mieten steigen. Das ist natürlich nicht schön, also diese Gentrifizierung spreche ich ja auch in einem Song an. Auch wenn die Mieten steigen, uns kann man nicht vertreiben, dass das Bier teurer wird, erscheint hier viel platziert. Dass uns die Arabs fehlen, können wir nicht verhehlen. Natürlich ist es schon auch ein Problem hier mit den Feiergästen, also dass, ja, dass in Hauseingänge gepinkelt wird, dass nachts Lärm ist und so weiter. Ob die Polonaise durch Neukölln tatsächlich der neue Partyhit wird, wie einstmals die Polonaise Blankenese von Gottlieb Wendehals, bleibt abzuwarten.